Oh, klappt euch doch, Mensch. Verkauft ihr die Waren von Javaris Tintop? So ist es. Begrenzte Viertel, begrenzte Verträge. So sind die Territorien von Anfang an schön sauber aufgeteilt. Das Wenige, was er hatte, hat allerdings den Besitzer gewechselt, als er sich mit den offenen Schulden aus dem Staub gemacht hat. Klingt, als hätte er sich ein paar Freunde gemacht. Kann mir einer von ihnen sagen, wo ich ihn finde? Mhm. Hättet ihr mich das über irgendjemand anderen gefragt, wärt ihr direkt wieder vor der Tür gelandet. Zu seinem Pech hat Javaris aber auch bei mir Schulden. Javaris ist ziemlich überstürzt aufgebrochen. Ich würde sagen, er ist im Schmugglerstieg, um den Wachen aus dem Weg zu gehen. Er führt in eine Höhle außerhalb der Stadt. Richtet ihm von mir aus, er soll sich hier nie wieder blicken lassen. Ah, okay. Von mir aus sage ich ihm auch das gerne. Schmugglerstieg. Der Schmugglerstieg. Wahrscheinlich wie irgendein unterirdisches Ding, das aussieht wie sonst was. Und da sind wieder ganz viele Gegner und Fallen und Spinnen und Skelette und alles andere auch. Einfach mal alles. Am besten noch Dinosaurier. Was ist hier? Ah, irgendwelche Leute. Zwerge. Warum sind Zwerge hier unten? Was macht denn die Kraffer hier? Ist mal Unspaß, was machen die Karte hier? Ich bin doch voll kein Sinn. Alter, was haben die denn hier für Leute? Was mache ich denn gerade? Ah. So. Ich glaube auch, dass sie uns töten wollten, Mary. Das glaube ich ernsthaft. So. Aber gut. Gucken wir mal. Hier ist gar nichts. Super. Ja, laufen wir alle hinterher. Wieso schmuselig? Mensch. Was ist das? Hier ist ein Sack. Mit Geld. Sack mit Geld. Ist in Ordnung. Leichnam. Spielkarten. Da hat wohl jemand beim Poker verloren. Und ist dann halt, naja, verschwunden, sag ich mal. Hier sind schon wieder Skelette. Okay. Na Mensch, schönen guten Tag, Carter, Leute. Immer wieder eine Freude, euch zu sehen. Einer weniger, der uns Probleme macht. Oh ja. Wenn ich die mal vorher klicken könnte, bevor ihr die immer abschlachtet, wäre das auch in Ordnung. Weil dann könnte ich mal was machen hier. Ja, Meryl, wir wissen alle, dass du ein zartes Persönchen bist. Und das hier alles gar nicht möchtest. Verwitterter Zwergischer Clan. Clan-Nadel. Das war's. Habe ich bestimmt fürchterlich falsch ausgesprochen. Egal. Egal. Alles gut. Ich schleiche mich mal hier. Du bist erbärmlich. Bitte was? Wie war das? Könnt ihr das wiederholen, bitte? Dachte ich mir. Entspannen. Ich dachte mir schon, dass er es nicht wiederholen wollte. Was ist denn hier? Silbri! Oh, ein Knochenberg mit einem wunderschönen Ring. Welch eine Verschwendung, das dachte ich mir auch. Schiff in einer Flasche. Ach. Ich dachte schon, ich finde das nicht. Das ist ein Geschenk für Isabella. Die freut sich bestimmt über ein Schiff in einer Flasche. Kann er dann immer noch mal so ein paar Pünktchen sammeln. Es freut mich, dachte ich hätte das schon wieder hier. Naja, nicht gefunden. Also. Ich weiß es noch nicht. Wir laufen hier weiter, würde ich sagen. Ab in die Wildnis, ja.
Also ein bisschen Söldner kann man sich leisten, aber seine Schulden nicht bezahlen, ne? Alles klar. Das ist ein irgendwo, ey. Kannst du das sein lassen? Bitte, Dankeschön. Der Fenris, guck dir mal ein, wie der reinschnittelt. So. Nein, hallo, ich will looten. Beruhigt euch, Javaris. Noch seid ihr nicht tot. So sieht's aus. Ihr? Bei Mida, meiner Großmutter. Sie hat euch angeheuert? Warum muss so etwas immer mir passieren? Wisst ihr was? Tut es einfach. Spießt meinen Kopf auf einen Speer und bringt ihn dieser verfluchten Elfin. Ich kann nicht mehr. Das Kunari-Pulver ist nicht das, was ihr denkt. Es ist ein Gift. Moment. Macht ihr etwa für die Kunari-Jagd auf mich? Mhm. Sie hat es also getan. Diese verfluchte Elfenhexe hat sie mir einfach so auf den Hals gehetzt. Der naheliegendste Dieb beteuert also seine Unschuld. Hört zu, ich habe mich wie immer einfach nur um meine Geschäfte gekümmert und urplötzlich versucht, irgendeine Elfin mich umzubringen. Sie hat gesagt, sie habe das Kunari-Pulver und ich sei ihre Rückversicherung. Ich habe ein paar Leibwächter angeheuert und mich aus dem Staub gemacht. Und jetzt seid ihr hier. Großartig. Warum erzählt ihr das nicht den Kunari? Wo ist diese Elfin? Im Moment sehe ich hier aber niemanden außer euch. Der erste Schritt bei einer Flucht ist es, alle anderen zurückzulassen. Tut mir leid, wenn das lästig für euch ist. Also, wenn ihr etwas Licht ins Dunkel bringen wollt, bitte. Einer meiner Männer ist ihr gefolgt. Die Elfin ist in der Unterstadt. Okay. Ich will nur hier weg. Mit meinen toten Wachen. Danke übrigens. Dann verschwindet. Viel Glück, wohin euch euer Weg auch führen mag, Javaris. Je weiter weg, desto besser. Na schön. Vor mir liegt wahrlich eine rosige Zukunft. Und für den Anfang werde ich wohl erstmal ein paar Stiefel verkaufen. Verdammtes Pack von verräterischen, uneingeladenen, verfluchten Hundelords. Ja, meckern der Junge. Was für eine Sauerei aus Schlamm und Blut. Das wird mir niemand mehr abkaufen. Das ist so ein Typ, oder? Darf's niemand erzählen, dass das... Alter. Alter Falter. Gut, also theoretisch müsste ich hier... das hier erstmal haben. Dann könnten wir in die Seitengasse gehen und uns um diese komische Elfin kümmern. Ich nehme an, die. Ja, die muss ja da sein. Hört zu, ich kann nicht gegen die Luft kämpfen. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, bleibt ihr draußen. Was geht hier vor, Macon? Hauptmann der Wache, es ist. Ich kann es nicht einmal beschreiben. Ganz ruhig. Lasst euch Zeit. Es gab Berichte über eine Art Dunst, der nach Rost und Erbrochenem gestunken hat. Da war eine Wolke, gefolgt von einem anhaltenden Nebel. Alle, die sich in der Wolke befanden, wurden wahnsinnig. Und die anderen haben sich zu Tode erbrochen. Okay. In Ordnung. Bleibt auf eurem Posten. Ab sofort kümmern wir uns darum. Ja, weil wir ja nicht kotzen und sterben. Er ist ein guter Mann. Ich glaube ihm, dass es tatsächlich so schlimm ist, wie er sagt. Hoffentlich hat diese Elfe nicht versucht, genug Pulver herzustellen, um es verkaufen zu können. Für mich klang es nicht so, als wäre sie eine Händlerin. Lasst uns gehen. Mhm. Gehen wir mal gucken hier. Beim Abbauer. Wir müssen etwas gegen diesen Nebel tun. Eine Quelle finden. Ich arbeite dran, chill doch mal. Ganz kleiner Touch hier. Zumachen. Ich muss doch nämlich die ganzen Riegel finden und die Dinger zuzumachen. Damit das hier nicht so rumröchelt. Verrückte Frau, schön. Hallo, verrückte Frau, es geht ab. Töte dich jetzt. So. Alter, was haben wir hier für Leute? Gerade Hund, Hund. Okay, Hund ist da. Diese Leute geben uns gar keine Möglichkeit, ihnen zu helfen. Natürlich nicht. Start, Riegel. Das sollte mir bei diesen Fässern helfen. Na, kommen wieder Gegner? Natürlich kommen Gegner. Die müssen ja nicht kotzen, weil die haben hier eine Tuchform. Und
da. Alter, ich will auch mal was machen. Geh ich halt die Kiste, du. Könnt ihr mich mal gern haben hier. Ja, Evelyn, du darfst gern. Das kann doch durchaus sein. Der Arishok hatte recht. Eieiei. So. Hat der Ching voll daneben gesprungen, super. Ich werde dich zerfetzen. So. Jetzt macht Evelyn eigentlich. Sie chillt hier irgendwie ein bisschen. Starry, gib mir den Starry. Gib mir den Starry. Ich hab den Starry. Ich mach das Ding zu. So. So. Haben wir? Wer ist sie denn? Ganz ruhig. Ich versuche nur herauszufinden, was geschehen ist. Seid ihr das? Sarah Hawk? Ihr habt Feinde. Ich freue mich, dass ihr es seid, wirklich. Diese armen Leute. Ihr seid ein viel besseres Ziel. Also, wollt ihr mir eure spezielle Art des Wahnsinns vielleicht erklären? Die Kunari rauben mein Volk. Meine Geschwister vergessen ihre Kultur und wenden sich dann dem Kun zu. Wir verlieren sie zweimal. Also habe ich mir Hilfe von euren Leuten geholt. Wir nehmen den Donner der Kunari, sorgen für einige Unfälle und schüren den Hass auf sie. Aber das... Das hier ist einfach falsch. Und dennoch war es euer Ziel, Menschen zu töten. Das ist überhaupt nicht lustig. Es kann immer noch funktionieren. Sie verstecken sich in eurer Stadt. Sie schüren den Zorn der Gläubigen und sorgen dafür, dass die Schuld auf die Kunari fällt. Meine Aufgabe ist getan. Ich brauche nur noch ein paar weitere Leichen. Nur noch ein paar. Ist das dein Ernst, Mädchen? Das ist doch Banane tot, oder? Kannst du mal sterben? Wie war's denn damit hier? Voll. Wo ist denn die lustige Brücke? Ach, hier ist sie. Ey, so Fanatiker. Leute, ihr dürft mir gerne helfen, ne? Ich muss es zu Ende bringen. Orkanes Gift, okay. Mies. Der Arishok hatte recht. Und auch Unrecht. Er muss davon erfahren. Das ist definitiv. Lass mich mal raus hier. Alles gut. Nach und nach kommen auch die Überlebenden heraus. Das ist gut, Alter. Das ist gut. So, gehen wir mal kurz in den Gehängtmann. Was haltet ihr davon? Ja. Gehen wir Isabella ihr Schiffchen. Ihr Schiffchen? Wo ist sie denn, die gute Frau? Hier ist sie. Irgendwer ist auch noch hier. Wer will denn hier noch was? Hä? So, Roderick. Wer seid ihr? Ich bin hier, um Sir Conrad zu melden. Ich kenne ihn. Hat er irgendwas gemacht? Oder irgendwas? Moment mal. Geht es euch gut? Nee. Ach, es ist nur... Ihr wisst schon. Manchmal ist es etwas schwierig zu denken. Aber ich werde meine Pflicht erfüllen. Lasst es mich wissen, falls ihr etwas... Verdächtiges gesehen. Ich sah, wie er jemanden ermordet hat. Conrad wurde von Magiern bestochen. Er hat Ziegen geopfert. Sir Conrad hat ein paar Abtrünnige gefasst. Sie haben ihm Geld angeboten, wenn er sie gehen lässt, und er hat es angenommen. Sir Conrad? Seid ihr euch da sicher? Ich fürchte ja. Das ist ungeheuerlich. Ich muss unverzüglich Meldung machen. BTF. Isabella. Schnäckchen. Ich habe etwas für euch. Oh, du meine Güte, was ist das denn? Oh, ist das nicht absolut entzückend?
Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber unter Deck ist eine perfekte Nachbildung von euch mit einem Dutzend Seeleuten, die euch zu Diensten sind. Ihr macht euch über mich lustig. Das habt ihr euch nur ausgedacht. Trotzdem ist das ein Ziel, auf das es sich lohnt, hinzuarbeiten. Vielen Dank, Hawk. Das war wirklich nett von euch. Ne, klar, gerne. Wird da schon wieder auf fremde Rechnung getrunken? Wird da schon wieder auf fremde Rechnung? Warte, ich finde den Ausgang nicht doch hier. So, Alter, voll war mal hier viel Quest. Na gut, dann gehen wir mal zu den Docks. Ah ja, das wird schon. Das wird schon. So, jetzt gehen wir erstmal die ganze Schnulli-Dumsi ab hier, Freund. Ich habe eure Patrouille gefunden. Sie wird nicht wieder zurückkommen. Ihr habt mich meiner Pflicht beraubt, Basra. Wir wurden für diese Aufgabe ausgestattet, aber stattdessen habt ihr sie erfüllt. Also nehmt, was für uns gedacht war. Was ist denn Binkys Trost? Binkys... Ich sehe kein Binkys Trost, ist mich verarschen. Nehmen wir erstmal das. Der hat mir ein Gold gegeben. Na gut, das ist okay. Okay. Nee, zum Einschock wollte ich noch nicht. Weil erstmal zu der komischen Magierin hier hinten, denke ich. Da gibt mir das Zeug in der Hand. Seht euch nur die ganzen Elfen an. Boah, ja, die bösen Elfen, Alter. Ich habe auch zwei dabei. Deko-Artikel halt. Die schleppt man halt mit rum. So. Fenris, habt ihr über mein Angebot nachgedacht, die Wache in den Kampftechniken von Tevinter auszubilden? Ihr habt euch noch nicht dazu geäußert. Meine Fähigkeiten wurden mir zugefügt, nicht beigebracht. Ich werde sie nicht weitergeben. Sie könnten uns von Vorteil sein. Nein.